Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Tales of Zestiria. Ich habe lange auf dieses Update gewartet, weil da gab es so ein Soundproblem, dass er das Spiel nicht gestartet hatte, wenn man ein Surround-Headset anhatte. Und nun kam das Update, glaube ich, gestern. Kann ich endlich mit dem Solo-Projekt anfangen? Kann ich wenigstens in das Super mit Schütteln. Ja, erstmal hier. Ist da habe ich schon mal reingeguckt. Das braucht kein Mensch. Das habe ich alles an. Aha. Controller, okay. Und wir fangen einfach mal an. Verdammt! Genau, was ich lustig fand. Hier gibt's einfach, normal, mittel und schwer. Einfach, ein einfacher Schwierigkeitsgrad, der auch ohne Übung in den Actionkämpfen Spaß macht. Nee, normal, der normale Schwierigkeitsgrad. Und jetzt kommt das Beste. Mittel. Empfohlen für Spieler, die Übung in Actionkämpfen haben. Die Qualität der fallen gelassenen Gegenstände ist etwas höher. Für Spieler, die eine Herausforderung im Kampf suchen, hier gewinnst du wenig Erfahrung, dafür aber mehr Gold. Das ist wahrscheinlich sowas wie Gold. Schwer brauche ich nicht. Mittel klingt super verlockend mit der Qualität der fallen gelassenen Gegenstände, aber ich habe keine Übung in Actionkämpfen. Oder wie das heißen soll. Vor allem habe ich ja kurz reingespielt gehabt, kurz vor dem Update und muss sagen, ja, es war nicht schwer, aber ich muss mich ja schon mal an dieses Kampfsystem gewöhnen. Das ist für mich persönlich neu. Okay. Angriffsangriff ändert die Zeit, die bei Combos für die anderen. Das ist, glaube ich, wurscht. Untertitel ein. Habe ich versehentlich ausgemacht. Menü-Kurzbefehl. Gib im Feld mit RT an, welches Menü geöffnet werden soll. Keine Ahnung. Navigationskartenanzeige fest, ja genau, dann das kann man so lassen, das auch. Vibration möchte ich anmachen, da, und das ist buggy. Wenn ich Surround zum Beispiel anmache, wie es jetzt ist, weiß ich nicht, ich will es gar nicht wissen. Dann ist es so, dass man die Stimmenausgabe nicht hört von den Charakteren. Was ich noch machen möchte, ist hier etwas runterstellen, sonst hört man mich viel zu leise. Ich komme mal ruhig. Soll die Leute Videosequenzen. Naja, wenn Videosequenzen kommen, werde ich eh wenig reden. Deswegen kann man es ruhig auf 3 lassen. Die Sprachlautstärke kann man auch hochlassen. Weil da rede ich ja dann nicht so viel. So, bestätigen. Ja, und let's go. The Legend of the Shepherds. In a bygone age of myths, when darkness threatened to enshroud the world, it was they who reclaimed light from nothingness. Over and over, as the world plunged into chaos, the legend would come to people's lips, and they would pray for salvation. And lo, each time a shepherd would appear to vanquish the darkness once more. But with peace returned, it was never long before the shepherds would vanish. As for where they had gone, no one can truly say. And, as with all things, eventually they faded into legend. Once again, the world faced the threat of the darkness. People began to speak of the shepherds once more. But alas, no shepherd came forth to guide his people to peace.
Yay! Und ja, hier sind wir. Steuerung. Bereichskarte anzeigen, Kamera zurücksetzen, Figur beginnen. So also ungefähr weiß ich alles. Bestätigen, ja. Was ist ja so Ray-Karten? Plauderei ansehen, was? Was ist Plauderei ansehen? Okay. Und hier sind wir. Verdammt! Moment. Nein, okay. Das kann man hier scheinbar nicht mehr einstellen. Okay, von da oben kommen wir höchstwahrscheinlich. Und zwar ist mit der Empfindlichkeit vom Joystick hätte ich ein bisschen, ja, ein Tick hoch schon, egal. Gänsehaut-Feeling. Ich muss dazu sagen, sehr, sehr schönes Intro. Muss man ja zugeben, das ist eines der neuesten JRPGs, was es so momentan auf dem Markt gibt. Gibt es auf Steam zu kaufen für, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war. Auf jeden Fall habe ich gleich zugeschlagen, wo ich den Trailer gesehen hatte und dachte, das ist genau so mein Ding, Rollenspiel. Und ich spiele sehr gerne Rollenspiele. Man sieht Skyrim. Und ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Ich denke mal, ein paar Kollegen, die das Let's Play dann auch sehen werden, auch. Irgend so einen komischen Stock oder was das sein soll, haben wir hier und einen Charakter. What the? Okay. 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 Also ich habe den Anfang gespielt gehabt und im Prinzip weiß ich, wie ich durch die Ruine komme, aber das gehört eh zum Tutorial. Eine Buch mit einem Zeichen, was wir aus dem Intro gesehen haben. Hat wahrscheinlich was mit diesem Hirten auf sich zu tun. Ich wusste es. Ein Hero brandishing the sacred blade. This mural is a depiction of the shepherd. Okay. About time I found it. Nothing on my end, Soray. Miklio. Looks like you beat me this time. This proves the shepherds have been around since even before the era of Asgard. I knew it. Let's not jump to conclusions just yet. We still don't have definitive proof that this ruin itself is pre-Asgard. It could be an imitation. Seriously? You really think they'd make a fake ruin of this scale? Get real. Ich muss dazu erwähnen, ich habe die Szenen, die kenne ich zum Beispiel nicht. Ich habe sie alle übersprungen gehabt. This doesn't bode well. Wait, isn't that? I think our ruin adventure is over for today. Was, wegen ein bisschen Gewitter oder was? Was? Ich kann mich entscheiden. Moment. Ah, okay. Was schon. Das kenne ich noch so ein bisschen. Could I get a little help, please? Ich reagiere so mal ein bisschen ab, ne? Okay, GG. Also wenn die das überleben, dann ist der ein Magier. Twin Flow! Saray. That didn't go quite how I planned it, but not too shabby, am I right? Guess this makes us even. Unbelievable. Who knew there'd be ruins underground? Oh, good thing we fell down here. Right. Hey, let's try and find a way out of here. Hmm? Oh, yeah. Hier sind wir jetzt in einer beautiful Ruine reingefallen. Okay. Sprechen. Was? Sorry, Gespräch. Ich hatte keine Ahnung, dass die Ruinen so tief sind.
Wir sollten uns die Ermittlungen für ein anderes Mal aufheben. Wir müssen einen Weg herausfinden. Also der heißt Mikleo und wir spielen scheinbar den sogenannten höchstwahrscheinlich Hauptcharakter, Hauptheld, wie auch immer. Soray, oh, was haben wir hier? Drogen, erhalten Salbei. Erhöht die maximalen KP um 10. Alle Kräuter stellen KP und SK komplett wieder her. Okay. Okay, gut zu wissen. Was ist das? Spielspeicher. Wenn du den aktuellen Spielfortschritt speichern willst, stelle dich in einen Speicherpunkt und drücke A. Okay. Das kann man gleich machen. Da ist hier, ja, super Uhrzeit. Da ist hier, schon mal der eine Savepoint, was ich da erstellt hatte, um auszuprobieren. Verlassen. Wie? Wir verlassen jetzt schon die Ruine? Seriously? Ach nein, okay. Eigentlich sollte es dann ja irgendwie betreten heißen, oder? Aber egal. Oh man, what a drop. It's been nothing but heights all day. But I had an awesome bar relief to distract me. Yeah, I bet you did. Hm? It looks like someone's lying there. Hey, Mikleo? Hm? It's a human. It can't be. Stop. We shouldn't involve ourselves with their kind. She's still alive. We can't just leave her there. Fine. I'll give what help I can. Let's take a look around the area first. Okay. Warte. Hat gerade gesagt, ihr helfen? Denen helfen oder denen möchte ich nicht helfen, mit denen möchte ich mich nicht einmischen. Was? Müsst ihr mir damit etwa sagen, dass wir, was wir jetzt gerade spielen, nicht menschlich sind? Okay. Kartenaktionen. Indem du X drückst, kannst du dein Schwert schwingen, auch wenn du gerade nicht kämpfst. Entferne damit Hindernisse, die dir im Weg sind. Versperren. Okay. Gut zu wissen. Yeah. My sword's all sticky. Cobwebs everywhere. I bet no one has set foot in here for some time. Okay, das sieht so ein bisschen aus wie so ein rostiges Schwert, weil das Holz ist die Scheide. Ah, okay. Das sieht so aus wie so eine Blitz-Animation. Ich spoile mal nicht. Ich tu mal so, als ob hier jetzt nicht gleich irgend so eine fette Spinne oder so kommt. Zwinker. Naja, das hatte ich halt schon vor mir, so ein bisschen. There! It's huge! What is this thing? Spider-Man. Was? Wirke Kriegsartes mit B. Was für ein Tier? Kriegsartes. Das habe ich zum Beispiel nicht gelesen gehabt. Wirke Kriegsartes mit B. Ist der Steuerungsmodus auf Semi-Auto eingestellt, läufst du auf dein Ziel zu, bis du nah genug bist, um anzugreifen. Dann kannst du eine Combo mit bis zu 4 Treffern ausführen, indem du erneut B drückst. Neue Artes kannst du durch Levelaufstiege erlangen. Ja, das ist ein bisschen complicated Zeug, was ich noch nicht so kenne. Einfach mal B spammen like hell. Was ich halt weiß, warte, genau, die Taste ist es. Ich kann mit einer gewissen Taste dann manuell laufen, weil so kann ich mich nicht nach links rechts bewegen, da passiert nichts, außer irgendwie gedodge. Wait, hold on. It can't be a Hellion? A Hellion? What the hell is ein Hellion? I've never seen one in person before. What could a monster like a Hellion be doing in a place like this? It's getting away. The fuck. Wait. Don't you remember what Gramps told us? Huh? Ja, bitte was? Dass wir keine Zigaretten rauchen sollen? Yep, Hellions. Horrible monsters that are created by the malevolence. They can only be defeated by the power of purification, which not but a chosen few can use. So if you ever cross paths with a Hellion, just run as fast as you can.
Remember, you two. Common folks like us don't stand a chance against those fiends. Wahrscheinlich diese schwarze Aura, was wir gesehen haben. Eine Art Fluch oder sowas auf eine Spinne. We can't beat a Hellion without the power of purification. Then we should just be glad we escaped it. And anyway, we have bigger problems. Hm? We have to hurry and save that girl, before something worse finds her. Was ich interessant finde, dass von der Entfernung gesehen hatte, dass es ein Girl war. Okay, kämpfe in Gebieten, in den Helions umherstreifen. Führt Kontakt mit dem Feind zu einem Kampf. Wenn du dein Schwert mit X oder anderen Kartenaktionen schwingst, kannst du dir einen Kampfvorteil sichern. Das habe ich mir nicht anders gedacht. Kampfergebnis, maximaler Schaden, Combo, Erfahrung, Galde. Mhm. Also entweder war es ein Rechtschreibfehler oder so heißt das Gold hier. Dauer, Rang, Details. Rang mit allen Befehlen gewonnen, ohne Einsatz von Objekten gewonnen. Okay. Minion, hast du noch was zu erzählen? Das war also ein Helion. Ja, und ich bezweifle, dass das der einzige ist. Wir müssen hier so leise und so schnell raus, wie wir können. Prüfen. Schatztruhen in Verließen und auf Feldern kannst du Schatztruhen finden. Ebenso wie Verbrauchsgüter können Truhen Ausrüstungsgegenstände enthalten. Sie haben oft denselben Namen. Ihre Leistung ändert sich jedoch je nach der dazugehörigen Fertigkeit. Die Fertigkeiten aller Objekte findest du im Ausrüstungsmenü. Minimale Verwirrung. Erhalten alte Ohrringe, inzwischen Ruinen entdeckte Ohrringe. Sie sollen dem Trigger ein besseres Verständnis der Natur verleihen. Und wie komme ich in das? Y. Hauptmenü drücke Y, das Hauptmenü. Oh, wow, hättest du das nicht früher sagen können, das habe ich schon herausgefunden. Dort kannst du die KP-Rot-Anzeige und die ursprünglich SK-blaue Anzeige einer Figur prüfen und unter anderem entscheiden, mit welchen Figuren du zusammen kämpfen willst. Interessant. Du kannst auf jedem Bildschirm Start drücken, um die Hilfe zu diesem Bildschirm anzeigen zu lassen. Okay. Und da haben wir die Spielzeit, Galt, Saray, Spiel, erster Spieler, zweiter Spieler, okay. Wir fangen an mit Level 5, okay. Neu, verbessert Kampfregeln aufstellen, was? Kampfaktionen. Markiere deine Kampfaktionen im Menü mit dem Cursor, um die Kriterien für ihre Erlangen zu sehen. Mit Auto markierte Kampfaktionen weisen darauf hin, dass diese Kampfaktion automatisch ausgeführt wird. Das ist praktisch für Spieler, die das Kampfsystem und die Regeln noch nicht kennen. Versuche diese Aktion zu entfernen und deine AP für andere Kampfaktionen einzusetzen, wenn du einen Dreh raus hast. Interessant. Sehr interessant. Schussladung wäre eine Sekunde oder länger, um das Wirkungspotenzial des nächsten Angriffs. Machen wir mal an. Automatischer Schritt nach hinten. Wenn möglich, die gesteuerte Figur automatisch zu 5-mal nach hinten. Wenn. Wie kann ich umblättern? Nächste Seite. Ach da, wenn der erreichte Rang. Was? Achso. Warte. Automatisch Abwehr. Ja, können wir eigentlich so für den Anfang mal reinhauen. Oh Gott, wie viele AP-Punkte das braucht. Ausweichen war für mich anstrengend. Weil man da irgendwie komisch Tastenkombinationen machen muss. Deswegen mache ich automatische Seitschritt. Und Abwehr. Wüsste ich noch so ein bisschen in Erinnerung, wie das geht. Wir haben jetzt irgendwas. Was ist das System? Achso, der Pfeil deutet darauf. Spieldatenladen, diverse Einstellungen ändern. Bucheinträge. Oh mein Gott, da gibt es schon wieder viel zu viel zu lesen. Erscheinungsbild der Figur ändern. Was? Wie Erscheinungsbild? Was? Haar, Kostüm. Was? Da kann man sogar Kostüme und Dödödö ändern. Okay. Was ist das? Haarschnitt Wasserseraph. Das hat er jetzt halt. Stil Wasserseraph. Oh. Junger Wasserseraph. Okay. Und die Leute mögen es, wenn ihr Haar schwingt. Sorry, ich darf es nicht anfassen. Nicht seit dem Vorfall. Was? Das Diadem ist Miklius Schatz. Der trägt es seit seiner Kindheit. Ja gut, dann lassen wir mal den Gaylord mal sein komisches Diadem tragen. Das ist ja geil gemacht. Ausrüstung, da habe ich vorhin was gesehen. Ausrüstung, du kannst deine Ausrüstung und deine Titel an deine Wünsche anpassen.
Das Ausrüsten von Gegenständen verbessert deine Werte. Das Ausrüsten von Titeln bietet dir die Chance, neue Artes oder andere besondere Bonuseffekte zu erhalten, je nach deinem Können bei diesem Titel. Dein Können erhöht sich, wenn du ein Level aufsteigst. Das ist definitiv sehr interessant aufgebaut. Ausrüstung und Fertigkeiten. Jedes Ausrüstungsstück hat 4 Fertigkeitsfelder, in die Fertigkeiten eingesetzt werden können. Was? Die Fertigkeit im ersten Feld ist für jeden Gegenstand voreingestellt. Die Fertigkeiten in den anderen 3 Feldern werden gegebenenfalls festgelegt, wenn du den Gegenstand erwirbst. Du kannst prüfen, welche Fertigkeit, nachdem du das Fertigkeitsblatt mit RT öffnet. Fertigkeitstypen, oh mein Gott. Auf dem Fertigkeitsblatt werden hauptsächlich 2 wesentliche Fertigkeitstypen aufgeführt. Die Grundfertigkeiten, die in den Fertigkeitsfeldern deiner Ausrüstung stehen, und Bonusfertigkeiten, die durch bestimmte Anordnungen von Grundfertigkeiten aktiviert werden. Ja, Katzen, Immer wenn ich ein bisschen anfange zu Let's Play, chillst du dich neben mir, ne? Magst du meine Stimme oder was? Penner. Bist du? Frisst du eh nur die ganze Zeit meine Pflanze? Okay. Excuse me. Es gibt 3 Methoden, die Bonusfertigkeiten zu aktivieren. Emulation. Oh mein Gott. Erstellt durch das Ausrüsten mehrere Kopien der gleichen Grundfertigkeit. Aha. Die Anzahl gibt an, wie viele dieser Fertigkeiten ausgerüstet sind. Rüste 2 oder mehr aus, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Elementbündel. Erstellt durch das Ausrüsten von Fertigkeiten, die rechts oder links unmittelbar aneinander angrenzen. Reihe 2 oder mehr auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Ich habe gerade definitiv so einen fetten Explosion-Kopfschmerzen. Oh mein Gott. Fertigkeitsbündel. Erstellt. Ich hoffe, euch geht's nicht genauso. Und durch mein ganzes Gelese, vor allem in schneller Geschwindigkeit, weil ich versuche, das ein bisschen reinzuhauen, nicht, dass der erste Part irgendwie nur aus langweiligen Dialogen und sowas besteht, aber ich glaube, das wird auch der Fall sein. Erstellt durch das Ausrüsten einer vertikalen Spalte von Fertigkeiten in einer Gruppe. Reihe alle von Fertigkeiten einer Gruppe auf, um eine Bonusfertigkeit zu aktivieren. Es ist völlig in Ordnung, Ausrüstung nicht nach Parametern, sondern aufgrund von Kombinationen verschiedener Fertigkeiten auszuwählen. Dadurch kannst du überraschend effektive Interaktionen entdecken. Nimm dir etwas Zeit, um die verschiedenen Fertigkeitstypen auszuprobieren und die zu finden, die am besten zu deinem Spielstil passen. Puh. Wir haben jetzt höchstwahrscheinlich... Mama mia. Wir haben jetzt wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich Verteidigung. Das weiß ich nicht. Das ist Angriff. Da könnte vielleicht Leben sein. Das ist... Nach Sieg, okay. Fokus, okay. Okay, definitiv. Was? Okay, wir haben jetzt das an. Ich kann ihm jetzt zum Beispiel alte Ohrringe geben. Dadurch bekommen wir da oben was. Dieses Herz wird doppelt. Wir kriegen Schaden plus und Verteidigung plus. Bonusfertigkeiten, Kumulation. Das sind Bonusfertigkeiten, die durch mehrfaches Ausrüsten derselben Grundfertigkeit aktiviert werden. Je mehr du ausrüstest, desto stärker variiert das Endergebnis. Wenn du dieselbe Fertigkeit möglichst oft ausrüstest, erhältst du außergewöhnliche Ergebnisse, die sich tatsächlich auf den Ausgang von Kämpfen auswirken können. Probiere es aus, das wird sehr kompliziert. Okay, unser Angriff ist gestiegen, das ist sehr geil, und Verteidigung nochmal plus 8%. Puh! Das ist definitiv etwas. Wow. Okay. Was ist das? Arte-Einstellungen zu den Kriegsarten automatisch. Was? Das dann mit A. Okay, ich mache hier erstmal nichts. Gegenstände einsetzen. Was? Ausrüsten. Naja, das hat er ja an. Salbei. Okay, ich kann mich mit diesem Kraut komplett hochheilen und gleichzeitig maximale KP um 10 erhöhen. Das halte ich mal, das klingt interessant. Entdeckerbuch, Stil, junger Mann. Lüfte deinen Pony und die Welt erscheint in einem anderen Licht. Glaubt jedenfalls die heutige Jugend. Justin Bieber Frisur oder was? So. Was? Ach, da. Oh, das hätte ich etwas übersehen. Prüfen. Suche nach Monolithen. Steindenkmäler, also Monolithen, findest du auf Feldern oder in Verliesen. Sie tragen Inschriften unbekannter oder vergessener Kampftechniken. Wenn du ihn findest, kannst du seine Weisheit jederzeit im Kampfabschnitt des Systembuchs zu Rate ziehen.
Jeden gefundenen Monolithen erhältst du AP, die zur Einstellung von Kampfaktionen notwendig sind. Drücke A, wenn du einen findest und eliminiere. Okay. Das sind anscheinend Weisheiten über Kämpfe, die in einer alten Sprache abgefasst sind. Kriegsartes. Wenn du kämpfst, steigt irgendwann dein Level und erlangst neue Kriegsartes. Hoch runter, den linken Stick Sturm- und Stechartes. Mobile und Effektbereichsartes. Wechsle sie nach Bedarf aus, je nach Verlauf des Kampfes. Verfügbaren Angriffe kannst du dem Arte-Menü entnehmen. Oha, sehr verwirrend war da diese Taste war's. Das ist, glaube ich, dieses Arte-Menü. Automatisch. Momentan haben wir gar nichts. Was? Artes. Warum? Das ergibt für mich zwar gar keinen Sinn, weil bei ihm sieht irgendwie alles anders aus, aber gut. Lauter Magie und der ganze Zeug, okay. Sehr interesting. Was ich noch gucken wollte ist, war das Kampfregeln? Ja. Wir haben einen Punkt, aber wir haben hier nichts, wo wir einen Punkt machen könnten. Das wäre das hier. Was? 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 Erschreck mich nicht so. Okay, mit X war das Blocken. Ist der schon down oder was? Ah, ich drück die falsche Taste. Ich drück die ganze X zum Angreifen. Okay, man kann also mehrere Gegner auf einmal treffen. Das ist gut. Okay, okay. Erledigt. Weiter. Seelenkette. SK, das ist dieses blaue Ding. Die Seelenkette ist eine Energie, die im Kampf für Kombos benötigt wird. Sie kann auf maximal 100 ansteigen. Aktionen wie Kriegsartes verbrauchen SK. Was? Also das heißt, ich kann nicht immer angreifen, okay. Und eine niedrige SK, also so eine Art Ausdauer. Und eine niedrige SK macht dich verwundbar. Die SK kann durch Inaktivität, Abwehr oder Umherlaufen aufgefüllt werden. Behalte sie im Auge und lasse sie nicht auf Null fahren, okay. Okay, okay, okay. Ein sehr interessantes Kampfsystem. Prüfen. Erhalten Apfelgummi. Ein medizinisches Kaugummi, das in Bewegung oder im Kampf 30% der HP eines Verbündeten wiederherstellt. Interessant. Nur mit dem Unwissen, wie man das benutzt im Kampf. Fehler. Ist da noch was? Lol, natürlich. Wie der aussieht. Hier ist nix. Da geht's runter. Das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant aufgebaut. Hier haben wir einen Save Point. Den will ich haben. Jawohl. Da ist eine Truhe. Oh, was? Mama mia. Wäre gegnerischer Angriff mit X-Up, okay. Abwehr wäre mit X-Up. Durch Abwehr kannst du den durch feindliche Angriffe erlittenen Schaden und das Taumelrisiko senken. Jeden Angriff, den du blockst, wird deine SK wiederhergestellt, die du für Kombos brauchst. Okay. Oh, cool. So kann ich Dashi. Wie wechsle ich das Ziel? Ziel wechseln. Okay. Greif mal den hier an. Okay, ich sehe es da unten bei der blauen Anzeige. Okay, der hat, glaube ich, gerade geblockt. Oh, nicht schlecht. Michelangelo, oder wie auch immer der heißt. Der hat ihn alleine zerlegt. Also, ich glaube, es kann so. Okay. Weiter. Kraftpunkte, KP, das ist höchstwahrscheinlich das Leben. Fügen die Feinde Schaden zu, sinken dann die KP. Sinken die KP auf 0 ab, ist die Figur K.O. Und wenn alle Verbündeten K.O. sind, endet der Kampf mit einer Niederlage. Prüfen. Noch ein Apfelkaugummi. Jetzt im Besitz 7 Stück, okay. Also haben wir schon ein paar Bubblegums dabei gehabt. Bestimmt von, Five Gums, was? Das sehe ich auch, mein Freund. Das sind anscheinend Weisheiten, der das Abwehr. Wird der Feind deine Aktion ab, wird die SK-Rate bis zu deinem nächsten Manöver halbiert. Okay.
Lockt ein Feind erfolgreich deinen ersten Angriff, wird er wahrscheinlich auch die darauffolgenden blocken. Pass auf, dass du nicht wahllos Kombos ausführst. Beachte, dass diese Regel auch für Feinde gilt. Wenn du also ihre SK lernen willst, ist Abwehr eine kluge Taktik. Es ist wirklich sehr interessant aufgebaut. Was ich sehr lustig finde, ist, was ich vorhin gesehen habe, ist seine G-Animation. Das ist Laufen. Es sieht ja eigentlich sehr angenehm aus und wie sicher gehört. Aber jetzt kommt die G-Animation. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Guck dir das mal an, was ist das? Sieht mehr so aus wie eine Mischung aus schnell gehen und schleichen. Okay. Da hinten ist dieses Girl. Ich meine, ich habe auch einen Rock gesehen, aber trotzdem. Weiß ja nicht, dass es ein Girl ist. Könnte ein Gay sein. Nein, nichts gegen Gays. Okay, ich kann mich irgendwie nicht umsehen, wenn... Ach so! Vorwärts stürmen, ausschwärmen, Abwehr, Fokusangriff.